eben gerade schon wieder Schwierigkeiten mit dem Mikro hier gehabt und ich glaube, das ist das Kabel. Ja, das anscheinend irgendwie ein bisschen kaputt ist. Das heißt, die Kamera hat einen bösen Wackelkontakt. Wenn ich einfach jetzt zwischendurch irgendwie so stehen bleiben sollte, dann liegt das am Kabel und nicht daran, dass ich irgendwie gerade einen geistigen Zusammenbruch hatte. Ich habe jetzt ja diese Kategorie Kaijuverse Plus ins Leben gerufen, einfach weil ich schon ein paar Leute hatte, die Mitglieder auf meinem Kanal waren. Und damit ich denen so ein bisschen was geben kann, habe ich gesagt, okay, alle Mitglieder, das kostet glaube ich 2,99 € im Monat, bekommen dann komplette Livestreams. Das, was wir jetzt hier gerade machen, in komplett ungeschnittener Länge auf dieses Kaijuverse Plus Mitgliedskonto draufgesetzt. Und auch die zukünftigen Videos werden für Kaijuverse Plus Mitglieder komplett werbefrei sein. So, kommen wir jetzt mal zu den neuen News aus dem Jurassic-Universum. Jetzt müsst ihr doch mal ganz kurz warten. Ich habe mir den Artikel nämlich extra gescreenshottet. Ich hoffe, ich habe ihn nicht gelöscht. Ich schicke mir das nur ganz kurz mal in OBS rüber, Sekunde. Wir hatten das Thema ja schon mal angeschnitten. Jurassic Universe, das wird kommen. Es wird weitergehen mit dem Jurassic Franchise. Es wurde bis jetzt nur gesagt, das Jurassic Franchise geht weiter. Das ist Fakt. Ich behaupte, es wird ein Universum werden, weil heutzutage alles ein Universum wird. Das ist meine Theorie, bei der ihr mir auch großteils zugestimmt habt. So. Also. Seid ihr bereit für die unfassbaren News? Wir wissen ja alle, dass Colin Favreau das Jurassic Franchise fortsetzen wird, ne? Jetzt hat der liebe Colin folgendes Statement abgegeben. Colin Favreau hat gesagt, seiner Meinung nach, er ist der Ansicht, der Mann, der jetzt das gesamte Jurassic Franchise aufbauen soll und fortsetzen soll, der Mann ist der Meinung, dass nach Jurassic Park es einfach gar keine Chance gegeben hätte, ein Franchise aufzubauen. Colin Trevorrow meint, Jurassic Park ist nicht dafür gedacht, ein Franchise aufzubauen. Wie zum Teufel kommt man auf die Idee, so jemanden dafür auszuwählen? Ich verstehe es jetzt aber wirklich nicht. Auch wenn er Werbung gemacht, auch wenn er super in Werbung ist, auch wenn er ein preisgekrönter Superfilmemacher wäre, wenn er sogar Steven Spielbergs Urgroßonkel wäre. Nach so einer Aussage würde ich doch sagen, Colin, dann lass es halt sein. Der Artikel ist übrigens vom Moviepilot. Lieber Eve, wenn du das hier siehst, ich nehme eure Artikel gerne als Quelle, weil, wenn es am Ende falsch ist, bekomme nicht ich auf den Sack. So, zack. Da könnt ihr selber lesen. Der erste Jurassic Park Film ist nicht franchise-tauglich. Sehe ich genauso, bin ich vollkommen bei Colin, was ja auch nicht so häufig passiert, aber da bin ich auf jeden Fall auf seiner Seite, aber es ist halt der Mann, der jetzt die Fortsetzung macht. Und ich wette, er hat diese Ansicht auch schon gehabt, als er Jurassic World gemacht hat. Das heißt, der hat Jurassic World gemacht mit der Einstellung, ein Franchise passt da eigentlich gar nicht mit. Jetzt soll mir nochmal einer erzählen, dass Jurassic World eigentlich sehr tiefgründig ist und sehr geil ist und wir verstehen das alle nur nicht, was damit gemeint ist. Wenn der Regisseur doch selber sagt, eigentlich passt das alles gar nicht. Eigentlich Franchise, eigentlich nicht. Mit Steven Spielberg ist ganz einfach, weil er schon bei Teil 3 gemerkt hat, das passt nicht. Steven Spielberg war bei Teil 3 am Anfang mit involviert und sollte das Drehbuch auch schreiben, glaube ich. Und er und sogar Michael Crichton, der Erfinder von Jurassic Park, haben dann aber gemerkt, irgendwie kommt da keine gescheite Geschichte mehr bei raus. Der Erfinder von Jurassic Park und Steven Spielberg haben beide gesagt, das passt nicht. Und dann kommt hier einer an und sagt, ja, ich mache jetzt hier ein Jurassic World, eine Trilogie, mit der Einstellung, aber eigentlich ist Jurassic Park gar nicht franchise-tauglich. Und der Mann macht jetzt ein Franchise daraus. Das kannst du ja nicht mal laut aussprechen, ohne dabei grinsen zu müssen, ey. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie alles so extrem im Blick hatte, ne? So ein Kevin Feige bei Marvel, der hat ja jeden Furz im Blick. Ja, ich bin bei Marvel zwar längst raus, aber trotzdem, das passt irgendwo alles immer noch gut zusammen, weil der weiß, was er macht, der Mann. Colin Trevorrow hat es nicht geschafft, Teil 2 zu schreiben, weil er hat das Drehbuch zu Teil 2 geschrieben von Jurassic World und das sinnvoll mit Teil 1 zu verknüpfen, weil die Karten nicht passen. Die Karte vom Park ist einfach falsch. Das passt nicht. Er hat es nicht geschafft, zwei Filme chronologisch miteinander zu verbinden. Sinnvoll.
miteinander zu verbinden. Hat nicht geklappt. Jetzt kommt er hier an mit Jurassic Franchise, wo er auch noch Side-Stories erzählen muss. Hammond, der Film, ist ja im Gespräch eventuell. Und der sagt jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Franchise-tauglich ist. Ja. Ja, so eure Reaktion jetzt mal da drauf. Ich will ganz kurz einfach mal eine Reaktion in Emojis von euch sehen. Emojis. Gott. Sprachfehler. Eine Reaktion in Emojis. Was haltet ihr davon, dass Colin Trevorrow mit dieser Einstellung hier das Jurassic Franchise aufbaut? Und noch eine andere Frage. Die ist jetzt nicht oft aufgeflammt, dieser Kommentar. Das war, glaube ich, jetzt zweimal von 12.500 Abonnenten haben zwei Leute irgendwie drunter geschrieben, dass ich ja Jurassic World bewusst schlecht reden würde und deswegen auch in der Community negative Vibes verstreuen würde. Mache ich das wirklich? Also jetzt mal ohne Scheiß. Oder ist das nicht einfach berechtigte Kritik? Dass ich eben sage, ich finde das nicht gut. Ist das jetzt so dramatisch? Ich meine, wenn ihr sagt, ey Tobi, doch, es ist geil, wenn der Regisseur keinen Bock hat auf den eigenen Film, den er macht, das kann doch nur hilfreich sein, dann ist es halt so. Du bist absolut negativ, da ist schon der erste Bann eigentlich, weil ich andere Meinungen generell schon mal nicht leiden kann. Wenn es jemanden halt anpisst, kann er es auch ruhig sagen. Ich habe mir gestern mit meiner Freundin gestern Abend nochmal Jurassic World Dominion angeschaut. Sie fand den Film ganz okay. Eigentlich hat sie gesagt, sie mochte den Film. Ist ja auch cool. Ich habe aber während dem Gucken wieder gemerkt, dass ich keine einzige Szene habe, wo ich sagen kann, da habe ich mich jetzt so richtig drauf gefreut. Gerade wenn man jemand anderem einen Film zeigt, habe ich überall Szenen, wo ich mich drauf freue. Und dann immer so die Reaktion von anderen mal so beobachte, habe ich da halt gar nicht. Hör bitte auf zu hetzen. Ist ja gut, ich höre ja schon auf. Ich bin froh, dass nicht alle immer einfach nur alles schönreden. Nicht immer alles schönreden ist genauso wie nicht immer alles schlecht reden. Ne? Das kann man auch umdrehen. Ich weiß nicht, wie man das positiv... wie versucht jetzt mal bitte einen Satz zu formulieren, wie das hier positiv klingen könnte. Einfach mal versuchen, das positiv darzustellen. Es ist doch gut, wenn jemand nicht will, dass es ein Franchise von dem Franchise gibt, was er selber machen soll, weil... weiß ich halt auch nicht. Ne? Keine Ahnung. Habt ihr gesehen, was da oben steht? Ich habe jetzt nur das bisschen von dem Screenshot. Warte mal ganz kurz. Seht ihr, was ganz oben steht von dem Artikel, wo steht, Erfolg, der den Regisseur des Films trotzdem nicht von Kritik abhält? Kritisiert er jetzt gerade ernsthaft? Ich muss diesen Artikel nochmal raussuchen. Der Film war finanziell erfolgreich und trotzdem kritisiert Colin Trevorrow anscheinend, dass der Film nicht den Erfolg hatte, den er sich gewünscht hat, weil... er der Meinung ist, dass der Jurassic Park Film ist nie franchise-tauglich. Was ist denn das? Ey, dann soll er doch was anderes machen, ey. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch bei rauskommt. Also die Vorbereitungen, die sind wohl jetzt schon am Laufen. Das heißt, eventuell bekommen wir sogar, was haben wir jetzt schon, Oktober? Nee, dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Vielleicht bekommen wir dieses Jahr noch einen ganz groben Teaser, das jetzt hier bestätigt ist. Ja, es kommt wirklich ein Jurassic Universe oder irgend so ein Kram. Und dann wird ab nächstes Jahr bekommen wir dann schon die erste Serie, die Animationsserie mit dieser Sydney, die den Arm verliert. Bei einem Unfall mit einem Dinosaurier. Ab da geht's dann wieder los. Und ab dann, das wird sich sehr schnell rausstellen, ob das was werden kann oder nicht.